Die Berlinerin Indra Graf macht sich Sorgen um ihre Mutter Jeanette, die vor 5 Jahren schwer an Rheuma erkrankt ist. Um sie pflegen zu können, will Indra mit Ehemann Daniel zu ihrer Mutter in deren Haus ziehen. Aber das kommt für die 53-Jährige nicht in Frage. Sie mag Daniel nicht, weil der Müllmann ihrer Meinung nach nicht gut genug für ihre Tochter ist. Indra und Daniel tun alles, um Jeanette das Leben zu erleichtern. Doch die resolute Witwe will ihre Hilfe nicht. Wie geht's dir? Ja, schön. Und Daniel, was hast du wieder angeschleppt? Ja, ich will dir eine Rampe bauen, damit du mal raus in den Garten kannst. Du willst mir eine Rampe bauen? Ja, sag mal, willst du mich vorzeitig ins Grab bringen? Hast du mal gesehen, wie steil das da ist? Daniel will eine Rampe bauen. Du sollst nicht immer Pizza bestellen. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Ich hab doch vorgekocht für dich. Wenn ich Hunger, wenn ich Appetit habe auf Pizza, dann bestelle ich eine Pizza. Da werde ich doch dich nicht nachfragen. Sag mal, geht's dir irgendwie schlechter oder so? Ja, das hättest du wohl gerne, wa? Mama, das kriegt schon Beine. Das ist dein Lieblingsessen. Ja, tut mir ja nur leid, aber ich hab dich nicht gebeten, das mitzubringen. Jeanettes zunehmend schlechter Gesundheitszustand macht dem jungen Paar große Sorgen. Die Frührentnerin ist hingegen fest davon überzeugt, dass Indra und Daniel mit ihrer aufopferungsvollen Pflege ein ganz anderes Ziel verfolgen. Ja, also das kann so nicht weitergehen, Schatz. Also die muss ins Pflegeheim, das geht nicht. Darauf habe ich gewartet. Darauf habe ich gewartet. Weil dir nämlich euer Wohnklo mit Kochnische, das passt dir auf immer alles nicht. Der Vollpfosten kann dir ja nichts anderes bieten. Und da will er mich gleich ins Pflegeheim stecken. Mama, ja, darauf habe ich gewartet. Mama, er hat recht. Du kannst kaum noch laufen, du kannst gar nichts mehr. Du hast Schmerzen ohne Ende. Die Wohnung sieht aus wie Sau. Ich habe mir da schon was Schönes rausgesucht. Schöne Einrichtung mit Pfleger. Du hast mit, hier was mit Garten, mit allem drum und dran. Na, dann zieh doch da ein. Dann zieh doch da ein. Das entscheide ich immer noch selber, wann und wo ich ins Pflegeheim gehe. Ja? Und jetzt bitte, tut mir einen Gefallen, wirklich, nervt mich nicht und geht bitte. Das hat doch der Versager Daniel in den Kopf gesetzt. Ja? Der ist und bleibt Müllmann, ja? Der bringt das doch zu nichts. Aber das Haus will er trotzdem haben, mit mir nicht. Mir geht's doch gar nicht ums Haus. Ich will nur, dass es meiner Mutter gut geht. Nach dem Rauswurf herrscht erst einmal Funkstille zwischen Mutter und Tochter. 2 Wochen später will sich Indra wenigstens telefonisch nach Jeanettes Befinden erkundigen. Doch deren Handy ist ausgeschaltet. Indra befürchtet das Schlimmste und fährt sofort zu ihrer Mutter. Halten, halten. Mama? Halten. Hier. Langsam wieder senken. Richtig, genau. Was ist denn hier los? Genau. Warte ganz kurz. Guten Tag, mein Kind. Hallo. Hallo. Hallo, Degenhardt mein Name. Ich behandle Ihre Frau Mutter. Malik Degenhardt, mein Heilpraktiker. Ein Wunder ist geschehen. Ich würde vorschlagen, du machst erst mal weiter, okay? Ich bin geheilt. Wollen wir uns kurz mein unterhalten? Mein Rheuma ist vorbei. Ja? Also, sind Sie jetzt Ihr neuer Arzt oder wie? Oder? Ich bin Heilpraktiker. Ich verbinde die Schulmedizin mit alternativen Methoden. Wie alternative Methoden? Wie soll ich das bitte verstehen? Massage, Wärme, Bewegungstherapie und natürlich arbeite ich auch mit... Sie saß gestern noch im Rollstuhl und soll heute laufen können? Naja, also das Problem ist letztendlich, in der Schulmedizin arbeitet man in einem sehr begrenzten Rahmen. Das ist allerdings sehr fatal, weil mit alternativen Methoden sehr, sehr vielen Menschen wirklich geholfen werden kann, wie Sie sehen. Was geben Sie ihr denn bitte für Medikamente? Also, genau, bitte weiter. Das kann doch gar nicht möglich sein. Und außerdem sehen Sie doch, Ihrer Frau und Mutter geht's gut. Also, genau. Malik, das ist für meine Tochter zu hoch. Ich hab's ihr gesagt. Mama, geht's dir wirklich gut? Ja, also wonach sieht's denn aus? Quält mich irgendwas oder leidig an irgendwas? Reg dich nicht auf. Kommt mir ziemlich komisch vor. Also. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja, dass dir das nicht passt. Ich liege nicht vergammelt in der Ecke. Und auf das Haus, das Grundstück und das Geld müsst ihr leider noch ein bisschen warten. Mama! Ja. Und ich habe vor, euch lange warten zu lassen. Darum geht's doch gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr mobbt mich ja. Na, ihr, komm, ihr macht mich weiter. Ja regelrecht fertig. Komm, ganz ruhig. Ja, Malik. Ganz ruhig. Was für eine Reaktion, ja? Jetzt geht's mir seit Jahren das erste Mal wieder richtig gut. Und was macht meine Tochter? Die freut sich noch nicht mal für mich. Das tut schon wirklich sehr weh. Jeanette ist tief gekränkt darüber, dass ihre Tochter sich über ihre wundersame Heilung offenbar nicht mitfreuen kann. Doch Indra traut der plötzlichen Genesung ihrer Mutter und den Methoden des Heilpraktikers nicht. Abends schüttet sie ihrem Mann Daniel ihr Herz aus. Sie sitzt jetzt nicht mehr im Rollstuhl. Wie bitte? Die sitzt nicht im Rollstuhl? Das, alles, das stimmt doch was nicht. Ja, also irgendwie... Ich bin zwar froh, dass sie zwar keine Schmerzen mehr hat, aber irgendwie bin ich... Sag mal ganz ehrlich, Schatz, ist doch nicht dein Ernst, oder? Dass du sowas glaubst. Nein, natürlich nicht. Habe ich doch gesagt. Der wird dir irgendwelche Drogen geben und so. Den geht's doch sowieso nur um das Geld und den Rest. Ey, das geht so nicht.
Daniel schlägt vor, seine Schwiegermutter entmündigen zu lassen, um sie vor dem angeblichen Wunderheiler zu beschützen. Indra ist entsetzt über die harte Reaktion ihres Mannes. Ich will ihr helfen, aber sie nicht gleich in die Klapse bringen. Ey, meine Meinung ist dir sowieso egal. Ich bin ja nur der blöde Müllmann, wa? Ja. Der Streit mit Jeanette belastet Indra sehr. Und so hat die 27-Jährige ihre Mutter zu einem Gespräch unter vier Augen gebeten. Als sie ihre Mutter beschwingt auf sich zukommen sieht, ist Indra tief ergriffen. So gut laufen konnte die Schwerräumerkranke seit Jahren nicht mehr. Dennoch gibt es einigen Klärungsbedarf. Hey, Mama, da bist du ja. Na, wie geht's dir? Ja, sieht super aus. Scheint ein Wunder geschehen zu sein, ja? Malik hat mir mein Leben zurückgegeben. Also irgendwie, ich bin so dankbar. Ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, Tag und Nacht mit diesen Schmerzen zu leben, mit diesen Rheuma. Überall Schmerzen. Und jetzt? Wunderbar! Das grenzt ja an ein Wunder. Und wo hast du den kennengelernt und wie? Im Kaffee habe ich den kennengelernt. Der hat mir. Ja, der hat gesehen, wie ich mich da abgequält habe mit meinem Rollstuhl, hat mich angesprochen, wir sind ins Gespräch gekommen. Malik hat Diplome aus Amerika, aus China, alternative Heilpraktiken. Das ist kein so ein esoterisches Gedöns, brauchst du ja keine Angst zu haben, irgendwie so ein Hokuspokus. Und ja, aber ja, Moment mal, im Kaffee lernt man für üblich keine Patienten kennen, also. Das ist ja jetzt nun auch egal, wo wir uns kennengelernt haben. Wichtig ist, dass ich von Malik exklusiv behandelt werde, weil der ist bei mir eingezogen. Was ist der? Bleib mal stehen, bitte. Was? Spinnst du? Der ist bei dir eingezogen? Du kannst keine wildfremden Männer bei dir einziehen lassen. Also hör mal, erstmal in diesem Ton nicht. Und wen ich bei mir einziehen lasse oder auch nicht, also das geht dich jetzt wirklich nicht an. Also ich glaube, ich höre wohl nicht richtig. Das ist mein Haus und das Haus deines Vaters, ja? Wir haben jahrelang geschuftet und jetzt lasse ich bei mir einziehen, wen immer ich einziehen lassen will. So, und jetzt gibst du mir mal den Schlüssel, also mir reicht das jetzt, ja? Das kann da wohl nicht wahr sein, ja? Mama, ich habe einfach nur verdammte Angst um dich und ich habe dich lieb, das weißt du doch. Das ist ja aber eine schöne Art, seine Liebe zu zeigen, ja? Ich meine, ihr sitzt da schon mit einem halben Hintern in mein Haus. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt, wo es mir gut geht, ja, jetzt, wo ich mein Leben genießen kann, da machst du dir plötzlich Sorge, als ich im Geld geben würde. Ach, ja, ja. Na, warum denn sonst? Also hör mal, Indra, weißt du, also wir brauchen auch erstmal ein bisschen Abstand, ja? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Dass Indra jetzt frustriert ist, ist mir klar. Hätte ich Malik nicht kennengelernt, dann hätte ich jetzt ins Pflegeheim gemusst. Und dann hätte sie mit Daniel in mein Haus ziehen können. Und es ist klar, dass die jetzt Malik schlecht macht. Indra ist tief betroffen, dass ihre Mutter ihre Sorgen nicht ernst nimmt. Sie wird den Verdacht nicht los, dass es bei Jeanettes spontaner Wunderheilung nicht mit rechten Dingen zugeht. Sie fürchtet, dass der dubiose Heilpraktiker Malik ein Betrüger ist, der ihre Mutter statt mit pflanzlichen Mitteln mit starken Medikamenten manipuliert. Am selben Tag sucht sie Rat bei Ariane Paulus, der Rechtsanwältin der Familie. Mein Mann meinte sogar, ich soll sie entmündigen lassen, aber das kann ich nicht machen. Im Kopf ist sie ja noch fit. Nein, also sowas wie Entmündigung gibt es heutzutage auch gar nicht mehr. Also das nennt man unter Betreuungsstellen und auch nur für die Bereiche, in denen derjenige nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. Also im gesundheitlichen Bereich oder in der Vermögensverwaltung etc. Aber das sehe ich alles nicht bei ihrer Mutter. Ja, aber wer weiß, was der noch mit ihr macht? Ja, deswegen machen sie sich Sorgen und es ist gut, dass sie hier sind. Wir sollten auf jeden Fall etwas tun. Und da ich ihre Mutter schon so viele Jahre kenne, würde ich vorschlagen, ich fahre bei ihr vorbei und rede einfach mal mit ihr. Aber das bringt aber nichts. Man kann nicht mit ihr reden. Es ist wie, als wenn man gegen eine Wand redet. Ja, gut. Ich meine, ich werde auch nicht versuchen, sie jetzt irgendwie zu überzeugen, weil sie denkt natürlich, sie fühlt sich besser, dann muss der Mann recht haben. Aber dennoch, es ist doch gut, sich diesen Malik Degenhardt mal anzuschauen vor Ort und um mehr Informationen über ihn zu sammeln. Aber das dauert doch alles ewig. Nun, manchmal ist es eben so, dass man erst mal langsam vorgehen muss. Ist vielleicht eine Strafanzeige das richtige Mittel oder
eine zivilrechtliche Klage auf Unterlassung. Ja. Überlassen Sie das mir, wirklich. Ich weiß schon, was zu tun ist. Wahrscheinlich haben Sie recht. Gerade in verfahrenen Situationen ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu behalten. Mit Druck kann man da sehr viel kaputt machen. Ich kenne Frau Jeanette Lücke nun schon seit mehr als 15 Jahren und hoffe sehr, dass sie mir etwas erzählen wird über diesen Herrn Malik Degenhardt. Rechtsanwältin Ariane Paulus will Malik und seinen Heilmethoden auf den Zahn fühlen. Deshalb fährt sie gleich am nächsten Morgen zu Jeanette. Der Heilpraktiker hat seit seinem Einzug bei der 53-Jährigen nicht nur die Lebens-, sondern auch die Essgewohnheiten seiner Patientin völlig umgekrempelt und tischt auch Ariane Paulus einiges auf. Toll, dass es Ihnen wieder so gut geht, Frau Lücke. Ich freue mich so sehr. Und richten Sie meiner Tochter auch bitte so aus, ja? Ja, natürlich, das werde ich. Sieht ja auch ganz toll aus, was Sie hier angerichtet haben. Ja, wir sind vegetarisch, veganisch. Also Frau Paulus, schauen Sie mal. Ja, danke. Am besten stehen Sie kurz dazu auf. Ah, okay. Hier, mein Diplom als Osteopath, auf gut Deutsch Alternativmediziner. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn ich das richtig sehe, aus der Uni Boston, ist es das Boston in den Staaten? Klar, natürlich. In Boston habe ich studiert, richtig. Okay, wie lange sind Sie denn zurück? Na, jetzt seit knapp 4 Wochen. Und ja, damals hat mich die Liebe in die USA verschlagen. Aber Sie wissen ja, nichts ist von Dauer. Ja, wohl wahr. Dann müssen Sie doch aber eigentlich auch dieses Fischfest mitbekommen haben. Das muss so vor 2 Monaten gewesen sein. Da kann ich leider nicht mitreden. Ich bin Veganer und zum Glück konnte ich auch unsere liebe Jeanette davon überzeugen. Sie glauben auch gar nicht, welchen Einfluss die Ernährung auf unser tägliches Wohlbefinden hat. Mein Körper probieren Sie doch mal. Ist rein wie ein Tempel, sagt Malik. Okay. Okay. Bitte schön. Danke sehr. Mhm. Und schmeckt's? Hochgenuss. Ich setze mich mal wieder. Mhm. Na klar. Mhm. Wunderbar. Ja. Mhm. Komm mal, etwas essbar, ja. Essbar. Mhm. Sagen Sie, ich habe es auch manchmal so mit dem Rücken, muss ich sagen. Könnten Sie mir da nicht vielleicht auch helfen? Was verabreichen Sie denn so für Mittel? Also bei Jeanette arbeite ich mit Teufelskralle, das ist ein Heilkraut aus Afrika. Mhm. Setze ich auch nur sehr begrenzt ein und auch nur, wenn ich meine Patienten vorher gut untersucht habe. Also momentan kümmere ich mich exklusiv für exklusiv um Jeanette und letztendlich um auch eine Heilung zu erreichen, muss die Therapie lückenlos weitergeführt werden. Mhm. Na gut. Ja. Dann kann man das wohl nicht ändern. Sie sind sicher, dass Sie nur Teufelskralle verwenden? Ich brauche keine anderen Heilmittel. Vergessen Sie nicht, der Körper bildet eine Einheit. Mhm. Und das ist nur eine Säule der Behandlung. Ja, okay, verstehe. Aber vielleicht des lieben Friedens willen und Ihrer Tochter zuliebe, würden Sie sich nicht vielleicht von einem Allgemeinmediziner untersuchen lassen? Einfach damit ein für alle Mal Schluss ist mit den Verdächtigungen. Ganz ehrlich, also ich stehe den Patienten bzw. den Wünschen meiner Patienten nichts entgegen. Und ja, um einen Heilungserfolg zu erreichen, ist jegliche Unruhe nur Gift für den Körper. Das auf jeden Fall, ja. Und richten Sie bitte meiner Tochter aus. Also ich bin jetzt nicht mehr bereit, auf Ihre Forderungen hier einzugehen. Mir geht es gut, uns geht es gut, Herrn Degenhardt und mir. Ja, wir sind an der Heilung interessiert, an der Genesung. Okay. Bitte. Frau Lücke, ich will Sie auch gar nicht länger jetzt beim Essen stören. Ich werde das Ihrer Tochter so ausrichten. Wiedersehen. Ja, danke schön. Es kommt doch selten vor, dass mich jemand so freizügig mit Informationen geradezu überschüttet. Das scheint ja auch die Taktik von Herrn Degenhardt zu sein, damit ich gar nicht erst weiter frage. Aber ihn werde ich mir weiterhin unter die Lupe nehmen, denn mit mir funktioniert das nicht. Rechtsanwältin Ariane Paulus überprüft umgehend Maliks Angaben. Noch am selben Abend fährt sie zu Indra, um der Verkäuferin mitzuteilen, was sie herausgefunden hat. Leider können die Ergebnisse ihrer Ermittlungen die Sorgen ihrer Mandantin alles andere als zerstreuen. Und ich kann Ihnen sagen, diese Universität, auf der er studiert, wo er studiert haben will, die gibt es seit 3 Jahren nicht mehr. Also Unterlagen, Fehlanzeige bekomme ich dort nicht. Sieht alles ganz prima aus für Herrn Degenhardt. Also glauben Sie, dass er da gar nicht studiert hat? Nein, das glaube ich nicht, dass er da studiert hat. Und ich glaube ihm, wenn Sie mich fragen, eigentlich überhaupt auch sonst nichts. Aber wie gesagt, das sind... Entschuldigen Sie bitte, das ist wahrscheinlich mein Mann. Er hat seinen Schlüssel wie immer vergessen. Kein Problem. Daniel hat zwar ein angespanntes Verhältnis zu seiner Schwiegermutter, schließlich hat diese den Müllmann schon immer für einen Versager gehalten, doch dass Jeanette von einem Betrüger ausgenommen wird, möchte er ihr ersparen. Er will sofort Anzeige erstatten.
Schauen Sie, Herr Graf, Sie haben überhaupt nichts in der Hand. Und wenn Sie jetzt quasi eine Anzeige erstatten würden gegen Herrn Degenhardt, dann könnten Sie, oder Sie laufen zumindest Gefahr, dass Sie nicht beweisen könnten, dass er Ihrer Mutter Drogen oder andere Medikamente verabreicht. Und das bringt doch nichts. Und ich meine, Sie können doch Ihre Schwiegermutter auch nicht zwingen. Na, ob ich das kann? Na klar kann ich Sie zwingen. Da muss was passieren, da muss man hinterher sein. Also ich verstehe mich zwar nicht so gut mit Jeanette, aber ey, da muss sofort was passieren. Wir sind eine Familie. Ich würde wirklich bevorzugen, dass wir langsam vorgehen und weitere Informationen sammeln. Es führt kein anderer Weg zum Ziel, das kann ich Ihnen sagen. Natürlich ist das Ergebnis für die beiden jetzt sehr unbefriedigend. Aber wir sind hier nicht im Wilden Westen, wo man seine Pistole ziehen kann, wenn einem etwas nicht passt. Bevor wir schießen, müssen wir wissen, worauf wir schießen. Ansonsten ist Herr Degenhardt gewarnt und dann können wir ihm erst recht nichts mehr nachweisen. Daniel kann nicht mehr mit ansehen, wie Indra unter der Situation mit ihrer Mutter leidet. Er ist ein Mann der Tat und so will er am nächsten Tag, trotz aller Beteuerungen, die Ermittlungen Rechtsanwältin Ariane Paulus zu überlassen, den vermeintlichen Betrüger Malik auf eigene Faust überführen. Daniel! Ja? Was machst denn du hier an mein Auto? An unsere Papiere, an unsere Unterlagen? Ich will den Betrüger rankriegen. Den Betrüger? Der Schwiegersohn, richtig? Das ist ja Daniel. Ja? Hat sich nicht zu interessieren, wer ich bin? So, jetzt reicht's, Freundchen. Also jetzt hast du wirklich übertrieben. Ich hab mir das lange mit euch angeguckt, aber jetzt reicht's, ja? Leg mal meine Sachen da wieder zurück und verschwinde. Nein, ich werde beweisen, mit den Unterlagen, die hier drin sind. Beweisen. Die gucken für meine Anwälte. Ja, ich habe nichts zu verbergen, aber ich hätte dennoch meine Unterlagen gerne zurück. Nein, hast du vergessen, die kriegst du nicht, behalte ich. Polizei? Ja, Lücke ist mein Name. Alles klar, ich würde ganz gerne eine Anzeige machen gegen meinen Schwiegersohn, Herrn Daniel Graf. Und jetzt hätte ich meine Unterlagen gerne zurück. Aprikosensteig 12, ja. Schatz, kommen Sie bitte vorbei. Komm bitte ganz schnell hier zu deiner Mutter. Daniel erläutert den Beamten, dass er Malik verdächtigt, ein Betrüger zu sein, der seiner Schwiegermutter nur schaden will. Er erwartet, dass die Polizei nun gegen Malik ermittelt. Die hinzugerufene Anwältin Ariane Paulus hat Mühe, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Herr Degenhardt, Sie als Geschädigter, wollen Sie einen Strafantrag darstellen? Ich muss das nicht unbedingt. Ja, ich meine, hier sind ein paar Notizen, ein paar Geschäftsunterlagen drin. Macht nichts. Anzeige. Also entschuldigen Sie, Frau sein. Lücke, das ist überhaupt nicht Ihre Sache. Das ist Sache des Geschädigten, wie der Herr eben schon erklärt hat. Ja? Und im Übrigen handelt es sich ja auch nur um versuchten Diebstahl. Ja. Und meines Erachtens wird die Sache hier ohnehin eingestellt werden. Gut, dann würde ich einfach mal vorschlagen, Sie gehen jetzt. Meine Frau Tochter und Sie bitte schön, ja? Und mein sauberer Herr Schwiegersohn. Und wir klären das hier, ja? Ob wir Anzeige erstellen oder nicht. Also das war jetzt wirklich eindeutig zu viel. Und ich weiß nicht, wie ich mit meinem Schwiegersohn oder meiner Tochter jemals wieder normal umgehen kann. Ganz ehrlich, Herr Graf, ich habe Ihnen das ja gesagt, dass Sie keinen Alleingang machen sollen. Jetzt haben Sie ihm nur schön in die Karten gespielt. Ja, tut mir leid, aber ich muss Ihnen was sagen. Ich habe was in den Unterlagen gefunden. Und zwar war dort ein Mietvertrag und da stand ein anderer Name drin. Und Michael Kreuzer heißt er. Okay, gut. Das ist ein Anlass, oder das nehme ich zum Anlass, um weitere Nachforschungen anzustellen. Und eins versprechen Sie mir bitte, Herr Gab. Keine Alleingänge mehr. Okay? Ja, okay. Von jetzt an überlassen Sie es mir. Mehr alle, wirklich. Ja, es tut mir leid, Mann. Komm, wir gehen. Sie gehen. Alles klar. Ich kann gut verstehen, dass man bei einem gefühlten Unrecht gerne selbst handeln möchte. Aber der Strafverfolgungsanspruch obliegt nun mal dem Staat. Da kann man die Sache nicht einfach selbst in die Hand nehmen, auch wenn man das noch zu gern möchte. Anwältin Ariane Paulus ist Daniels Hinweis mit dem Mietvertrag nachgegangen und hat herausgefunden, dass Malik tatsächlich eine Praxis eröffnen will. Indra fürchtet, dass ihre Mutter dem Heilpraktiker den Laden finanziert. Drei Tage später will sie sich vor Ort Klarheit verschaffen. Ich fasse es ja nicht! Hey, warten Sie doch. Bleiben Sie doch. Mama, bezahlst du das jetzt für den Typen alles? Und stalkst du mich und bringst gleich mit zur Überwachung noch Frau Paulus mit? Frau Lücke, hier wird niemand gestalkt. Bitte schön. Sitze, Leo. Ist das dein Laden? Finanzierst du den auch noch? Und wenn? Was geht's dich an? Hast du deine Aktien extra dafür aufgelöst? Ja, hab ich. Und? Mama, du hast Rheuma. Du bist schwer krank. Willst du die Pflege bezahlen? Die Einzige, die hier krank ist, bist ja wohl du, ganz offensichtlich, ja? Das geht nicht mehr so weiter. Also, ja, Malik, hier.
Warum schaffen Sie das eigentlich nicht, Jeanette vor ihrer Tochter zu beschützen? Die hat schon richtige Albträume. Ja, ist doch kein Zustand, verdammt nochmal. Hören Sie mal zu. Der Einzige, vor dem Sie beschützt werden muss, sind Sie, Herr Degenhardt. Ich? Ganz genau. Es nicht. Ja, Sie haben richtig gehört. Ja. Sie sind ja schon von der Paranoia meiner Tochter angesteckt. Also, ich frage mich, was Sie dann auch als Nächstes irgendwie drauf haben. So, und jetzt sage ich Ihnen noch mal zum letzten Mal, bitte. Bitte, Frau Paulus, lassen Sie mich in Ruhe. Bitte, Indra, lass mich in Ruhe. Bitte gehen Sie. Jeanette, lass uns rein. Dankeschön. Komm. Auf Wiedersehen. Mir ist klar, dass meine Mutter kein Geld mehr braucht. Der Typ hat das Rheuma ja wie weggezaubert. Und wenn sie kein Geld mehr hat, lässt er so fallen. Ich habe echt Angst. Herr Degenhardt fühlt sich ziemlich sicher. Doch das ist er nicht. Und er ist auch nicht der erste Verbrecher, mit dem ich es zu tun habe. Ich habe auch schon eine Spur. Ob die allerdings richtig ist, muss ich noch überprüfen. And we're gonna let it...